Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem kleinen Indie-Spiel, das sich Homesick nennt. Also Heimweh. Und ja, es ist ein Indie-Spiel und ich weiß nicht genau, was man hier machen muss. Ich weiß nur, dass irgendwie alles kaputt ist. Und dieses Bild zeigt eindeutig ein Kind, das Blumen gemalt hat, aber die Hälfte des Bildes fehlt. Ja, Homesick ist ein Puzzlespiel. Und ich glaube, man muss herausfinden, warum das hier so ist, wie es ist. Warum wir hier sind und kein anderer, beziehungsweise, ja, ich meine, warum sollte ein anderer hier, warum sollten wir hier sein? Das frage ich mich eher. Es ist, wie ich finde, wirklich wunderschön. Man kann, wie man sehen kann, nicht wirklich ins Licht. Es ist relativ blind. Ich habe mich bisher nur hier in diesem Raum bisher herum bewegt, um zu gucken, ob alles läuft. Und ich hoffe, ihr werdet mich auf dieses kleine Abenteuer begleiten. Denn ich glaube, dass das hier ein sehr schönes und aber auch etwas kniffliges Abenteuer werden könnte. Und deswegen hoffe ich, dass ihr ein wenig Geduld mitnehmt, denn die werdet ihr wahrscheinlich gebrauchen. Denn ich bin nicht, ich sag mal, der hellste Kopf. Okay. Führt zu dieser Lampe. Gucken, ob wir raus können. Nee, können wir nicht. Können wir. Ah, ruckelt mal. Okay. Ich will jetzt aber. Warte mal, können wir das lesen? Nee. Also eine Schrift, die wir nicht lesen können. Das sind Bücher. Leider können wir die Bücher nicht lesen. Das ist äußerst schade. Ich würde die nämlich sehr gerne lesen. Für die, die es interessiert, ich spiele das hier gerade auf Ultra mit 60 FPS. In der Aufnahme wird es jetzt wahrscheinlich relativ ruckelig aussehen, weil, naja, es ist halt eben YouTube. Und ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm sein wird. Ich hoffe, dass mein Gelaber interessant genug ist. Und ich hoffe, dass ihr genauso genießen wird wie ich. Denn ich bin extrem gespannt auf dieses Spiel. Ich habe mich auch schon wirklich sehr lange gefreut. Ich hatte auch schon mit den Entwicklern ein wenig geschrieben. Da durfte man, also zu dem Zeitpunkt durfte man aber noch nicht weiter als bis zum ersten Kapitel spielen. Und da dachte ich mir, nee, dann lässt du das lieber erstmal komplett. Weil ich würde das hier schon wirklich sehr gerne durchspielen. Es ist wirklich wunderschön, aber was machen wir hier? Ich glaube, nach Büchern und so müssen wir nicht gucken. Nee, weil wir können das eh nicht lesen. Also, dieses Bild hat blaue Blumen gezeigt. Das in dieser Hütte ist, das sind Blumen, nur halt eben, dass sie verwelkt sind. Hier haben wir Wasser. Okay, ich bin dann, denke ich mal, da das relativ logisch für mich klingt, ist, dass wir diese, wie heißt es, diese Blumen wieder, ja, blühen müssen, das wollte ich sagen. Aber hier ist nichts. Hier ist wieder ein Zettel, aber leider können wir ihn nicht lesen. Wie gerne ich hier alles lesen würde. Was bringt das überhaupt? Das würde hier diesen Ventilator wahrscheinlich, nee.
Ventilator? Wir haben kein Ventilator. Wir haben nicht so ein Ding bei uns in der Hütte, deswegen weiß ich es nicht. Aber wie man sieht, ist man in einer Art Wohnblock. Ah, es erinnert mich sehr an Tschernobyl. Pripyat, wisst ihr? Natürlich wisst ihr es. Ich meine, wer kennt Tschernobyl nicht? Aber... Oder ist es vielleicht so ein postapokalyptischer Kram, der... Naja... Keine Ahnung, Sonne ist zu heiß geworden. Wisst ihr? Auch hier können wir den Schalter anmachen. Ich mache einfach überall mal die Schalter nach oben. Ob das irgendwas bringt, weiß ich allerdings nicht. Oh, da ist ein Schlüssel. Können wir... Okay. Na? Okay. Wir haben also jetzt einen Schlüssel. Gucken, ob wir den noch irgendwie gebrauchen können. Na, natürlich. Ja, natürlich. Und da knarzt es. So. Was haben wir hier? Ein Eimer. Können wir mit dem Eimer vielleicht das Wasser mitnehmen? Höchstwahrscheinlich. Das wäre, glaube ich, das Logischste. Ich glaube, hier brauchen wir gar nicht erst versuchen. Nee, ist zu hell. Schade. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zurück und nehmen das Wasser mit und versuchen dann die Blumen zu gießen. Wie ihr auch wisst, ich bin ein unglaublicher Freund von Musik. Also Soundtracks und sowas. Ich muss mal wieder sagen, ich finde diesen Soundtrack hier wieder wunderschön. Ich guck mal nach, ob man den irgendwie lauter machen kann. Nee. Schade. Das hätte ich wirklich gerne gemacht, weil ich finde, der ist ein bisschen leise. Habe ich den hier angemacht? Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal wieder zurück und probieren das mit... Hat's funktioniert? Ich würde sagen, ja. Ach ja. Da geht mir das Herz auf, Mensch. Das ist wirklich wunderschön. Ach, Mensch. Und was jetzt? Jetzt haben wir... Ich gehe, ne? Das heißt das wohl, ich bin... Soll ich mich jetzt echt wieder zurück ins Bett legen? Ich finde das ein bisschen, naja, komisch. Machen wir es einfach mal. No. Okay, also schlafen wir jetzt, ne? Oh. Das ist kein Horror-Game. Was, du Scheiße? Hä? Ah, deswegen das Licht. Deswegen das Licht. Ach du Kacke, aber das ist doch kein Horror-Game. Ah, mein Gott, ist das strange. Was soll ich hier jetzt? Kacke. Ja, mach auf, irgendwie geht das. Ja, 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 ja. Hat das funktioniert? Wow. Was war das jetzt? War das ein Albtraum? Was war das? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Die Blumen sind immer noch am Blühen. Also muss das ja irgendwie ein Albtraum gewesen sein. Okay. Ist das die... Das ist doch jetzt die Tür, die wir... eingeschlagen haben gerade eben, ne? Seltsam.
Das finde ich wirklich seltsam. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil... Was war das? Das war jetzt wirklich, wirklich komisch. Und was ist das hier? Hier haben wir wieder die... Oh Gott, jetzt ist es zu hell. Hier haben wir jetzt wieder die verwelkten Blumen. Das heißt... Wir haben wieder den... Ja, wir haben noch den Eimer. Heißt das, und wieder Wasser holen? Also müssen wir das jetzt die ganze Zeit machen? Ich würde das ziemlich komisch finden, wenn wir das jetzt die ganze Zeit machen müssten. Das hier ist der falsche Raum. Warum? Aber es ist... Nee, jetzt ist hier kein Wasser mehr. Komisch. Und lesen können wir das immer noch nicht. Nee. Vielleicht ist es einfach eine längst vergessene Sprache. Vielleicht ist es einfach, sind wir schon sehr alt. Und ich weiß es nicht. Man merkt vielleicht, dass ich durchaus verwirrt bin. Ich würde sagen, wir sollten uns erstmal umsehen. Hier haben wir wieder einen Lichtschalter. Den werden wir wahrscheinlich dann wieder nochmal gebrauchen. Das heißt... Das wird denn wohl so eine Art... Naja, Lichtschalter halt, ne? Wir müssen anscheinend alle Lichtschalter anmachen, Wasser finden und dann in die nächste Nacht. Das öffnet, sich. Okay, was ist das? Ist das ein Ölkraftwerk? Nee, eine Raffinerie ist das auch nicht. Ich würde sagen, irgendein Abbauwerk. Was für eins kann ich aber auch nicht sagen.